Hi, hier ist der Frank von footblog-hamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Wir beschäftigen uns ja nun schon die ganze Zeit lang mit Low-Carb-Ernährung und haben ja jetzt auch schon die ganze Menge an Videos rausgetan. Jetzt das letzte gerade nicht, da war natürlich die böse Sahne drin und auch Zucker und so. Das wollen wir natürlich eigentlich alles vermeiden, aber ab und an wollen wir halt auch mal ein bisschen leben. Und da gehört auch gutes Essen dazu. Jetzt in den nächsten Tagen, um mal so einen kleinen Teaser zu machen, kommen ganz viele Barbecue und Smoker und Dutch Oven Gerichte. Die sind natürlich auch alle nicht Low Carb, aber ich werde trotzdem nebenbei Low Carb weitermachen. So, aber jetzt zu dem, was wir heute machen wollen. Wir wollen heute ein Bulletproof Coffee machen. Was das ist und wie man den macht, erkläre ich euch gleich nach unserem Jingle. Der kommt jetzt. Bulletproof Coffee ist so ein bisschen mein Mindhack, wenn ich nach Hause komme, weil ganz häufig ist es so, dass wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, dann mit der U-Bahn nach Hause fahre, dann geht mein Blutdruck runter und wenn ich zu Hause angekommen bin, bin ich saumüde auf Deutsch gesagt. Und ein Bulletproof Coffee und ich bin wieder fit, was natürlich ganz geil ist. Das ist einer der Effekte, die aber sehr beliebt sind. Also es gibt ganz viele Leute, die benutzen den Bulletproof Coffee, so wie Ed Sheeran zum Beispiel, ist einer von den Promis, der halt den gerne benutzt, um sich halt fit zu machen, wenn er halt arbeiten will. Aber der Bulletproof Coffee hat natürlich eine ganz andere Wirkung und weshalb wir ihn eigentlich auch machen wollen. Das geht halt um unsere Low Carb Ernährung und über Low Carb Ernährung kann man halt in die Ketose rutschen, was natürlich für unser Fettabbau vom Körper natürlich sehr angenehm ist und sehr geil, weil wir bauen halt wesentlich schneller ab und sehr kontrolliert. Wir haben halt zwei Möglichkeiten über die Ernährung, wie wir halt zur Energie kommen. Das eine ist über die Fettverbrennung, über die Ketose und das andere ist halt über den Zucker. Das ist das Lästige, was wir ja eigentlich immer leben, und über das Insulin. Die Zucker-Insulin-Schiene macht uns dick, die Ketose macht uns halt dünner, aber in die Ketose muss man halt erstmal reinkommen und da fängt so ein bisschen unser Bulletproof Coffee mit an, weil der kann uns so ein bisschen dabei helfen. Die Überlegung, die hinter dem Bulletproof Coffee steht, ist eigentlich nicht der Zweck, den ich damit mache, sondern damit eventuell eine ganze Mahlzeit ausfallen zu lassen, und zwar das Frühstück. Das heißt, wir trinken unseren Bulletproof Coffee. In dem Bulletproof Coffee ist MCT-Öl und Butter. Und das MCT-Öl regt für uns in unserem Körper es ein bisschen an, dass wir besser in die Ketose kommen bzw. drin bleiben. Und die Butter gibt uns die Energie, die wir gebrauchen. Und so ein bisschen Vitamine sind da ja auch mit drin. Von daher ist dieses Fett auch sehr gut gängig für unseren Körper, weil wir es halt auch sehr gut verdauen können. Wenn wir diesen Kaffee trinken, haben wir halt durch das Öl einmal über die Fettsäuren, die da drin sind, den Schub, der halt auch so ein bisschen braingängig ist. Über das Fett in der Butter haben wir halt so ein bisschen Fett für unsere Leistungsfähigkeit. Und der Kaffee, der macht uns wach. Was natürlich auch sehr gut ist. Ich mache diesen Kaffee nicht so wie alle anderen, immer schreiben, man soll einen guten Kaffee nehmen und soll sich den halt über eine French Press machen. Ich mache mir einen Americano, das finde ich verhältnismäßig einfach. Ich mache den immer schnell mir an meiner Sage fertig, brühe mir den halt eben auf, dann habe ich auch genau die Menge, die ich gebrauche und dann tue ich meine Ingredien da rein und dann geht das los. Und wir gehen jetzt auch los und machen den mal eben. Bevor ich es vergesse zu sagen, ich mache heute zwei. Einen geeisten, also für die heiße Jahreszeit, und einen heißen natürlich für morgens zum Frühstücken. Und wir fangen jetzt mit dem heißen an. Als erstes gebrauchen wir etwas zum Aufschäumen. Dafür habe ich jetzt hier vier Möglichkeiten. Einmal könnte ich meinen Food Processor benutzen, meine kleine KitchenAid. Finde ich aber nicht ganz so geil.
Dann habe ich von Nespresso so einen Aufschäumer. Das geht auch. Das ist, hat den Vorteil aber, dass der Kaffee nicht kalt werden kann. Geht so schnell, weil mein Kaffee hier kalt wird. Weil der natürlich auch gleichzeitig noch mit aufheizt. Nicht schlecht, aber ich finde das Ergebnis noch nicht 100 pro. Dann habe ich hier so ein kleines Teil, das kennt ihr bestimmt alle. Damit kann man klasse Milch aufschäumen. Damit geht das auch. Habe ich auch schon häufiger gemacht. Aber wir haben halt so einen Smoothie Maker von WMF. Den benutze ich dafür. Und da tue ich jetzt erstmal schnell meinen heißen Kaffee rein. Mein Americano, 250 Milliliter brauchen wir. Hammer. Dann kommt da rein, weil ich ja so ein Süßer bin, es darf nicht insulingängig sein. Ich nehme das Erythrit dafür, da tue ich jetzt mir einen Esslöffel mit hinein. Dann brauchen wir einen Esslöffel Butter. Das muss Weidebutter sein. Das gibt so eine irische Weidebutter überall in den Supermärkten zu kaufen. Die kommt da hinein. 1 bis 2 Esslöffel. Ich mache nachmittags aber immer nur einen da rein, weil wir abends dann auch noch mal was essen. Und das finde ich nicht ganz so gut, wenn da so viel da drin ist. Und dann halt MCT-Öl. Das habe ich hier in der Hand. Ich mache euch unten einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr das finden könnt, wo ihr euch das auch mal ansehen könnt. So, da nehme ich 1,5 Löffel von. Und das war es im Grunde schon. Viel mehr ist da gar nicht bei. Dann verschließen wir das jetzt einmal. Und da muss das richtig gut aufgeschlagen werden. Weil mit einer der Schlüssel des Ganzen ist das Aufschlagen dieses Kaffees. So, es wird dann jetzt mal kurz ein bisschen laut. Ready. Und einmal ins Glas. Und dann ist der erste sogar schon fertig. Super heiß noch, sieht es dampfen, obwohl draußen auch weit über 20 Grad sind. Also keine Zauberei, keine Magie. So sieht er aus. Und super aufgeschlagen. Und das Aufschlagen ist halt absolut wichtig, weil durch das Aufschlagen ergeben sich sogenannte Micellen. Die Micellen, die entstehen beim richtig guten, festen Aufschlagen, die erleichtern es, unseren Körper das Ganze aufzunehmen. Und es dauert jetzt so 20 Minuten, eine halbe Stunde, nachdem man ihn getrunken hat. Und dann merkt man richtig, wie man so richtig schön Energieschub bekommt. Und dann kann man halt auch so eine Videos machen wie jetzt. Skoll für den ersten. Den zweiten zeige ich euch gleich nochmal, wie wir das machen. Da müssen wir halt auch ein anderes Fett benutzen. Das habe ich hier schon liegen. Das erkläre ich euch auch gleich. Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee und dann komme ich fit zu euch wieder. Jetzt kommt die zweite Version als geeiste Version. Für die geeiste Version brauchen wir sogenanntes G. Das bekommt man halt in Reformhäusern und so. Das ist eine geklärte Butter. Die hat den Vorteil anderer Weidelandbutter gegenüber, dass sie bei kälteren Temperaturen, also wenn der Kaffee gleich geeist wird, setzt die sich nicht wieder ab vom Wasser. Die bleibt gelöst und dadurch können wir den halt besser aufnehmen. Davon brauchen wir natürlich dann auch gleich wieder einen Löffel. Das sieht halt so aus. Das ist auch verhältnismäßig fest, aber nicht so wie Butter. So, der Hack geht von vorne los. Ich tue jetzt, den Becher tun wir mal weg, damit wir hier keinen Quatsch machen. Ich tue jetzt hier als erstes wieder einen Löffel von meinem Zuckerersatz rein. Dann tue ich hier einen Löffel von dem G hinein, der aber nicht raus will. Der will nicht raus. Ich brauche mal einen zweiten Löffel. Ich schiebe das jetzt mal meinen zweiten Löffel hier mal runter, damit das auch hier drin ist. Wir wollen es ja auch haben. Und meine Kamerafrau freut sich schon drauf. Die möchte nämlich gerne die geeiste Version gleich haben. Die steht mehr so auf gekühlte Getränke. Nicht so wie ich. Ich mag das ja auch gerne warm. So, dann das Mindfuel bzw. das MCT-Öl, auch wieder 2 Löffel. Subi. Und dann kommt da wieder 250 Milliliter
Ich tue da wieder Americano drauf. Ihr könnt aber auch jeden anderen gefilterten Kaffee. Nur je höher die Qualität des Kaffees ist, umso besser. Und ihr solltet, wenn es geht, mehr als 1,3% Koffein da drin haben. Weil wir wollen ja auch richtig wach werden. Und so ein Americano mit einem guten Espresso, den man halt verwendet, um den zu brühen, der hat schon ein bisschen mehr als 1,3%. Und das macht natürlich dann so ein bisschen den Mindhack aus, dass man halt, dass der Brain mal wieder richtig an zu arbeiten fängt. So, ab wieder hier auf die laute Maschine. Ich habe jetzt 3 Eiswürfel hier, die tue ich hier schon mal hinein. Und dann kommt da jetzt gleich mein Kaffee drauf. Da kann man sich natürlich dann auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Man muss nicht so Gas geben wie eben, weil der darf ja eh kalt werden. Und dann fülle ich jetzt mal den kalten Kaffee auf, der genauso geil aussieht wie der andere. Oben so ein bisschen Schaum drauf. Eine schöne Farbe hat er. Eis oben drauf. Yeah. Strohhalm rein, einen kleinen Moment warten, bis er runtergekühlt ist. Vielleicht muss man auch nochmal einen Eiswürfel nachlegen, aber das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Ich habe außerdem eben noch vergessen zu sagen, ich habe noch eine Version, wie man auch noch aufschlagen könnte. Mit meinem Zauberstab, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das werde ich in den nächsten Tagen nochmal tun, könnte man den Kaffee natürlich auch aufschlagen. Es geht halt wirklich darum, um die Qualität des Aufschlagens. Dieser Kaffee muss halt richtig aufgeschlagen sein, damit die ganzen Fette auch alle schön gelöst sind. Absolut wichtig und bei der Eisversion erst recht. Man kann auch mit Sicherheit, wenn man sonst Milchkaffee trinkt, kann man mit Sicherheit auch einen Milchersatz benutzen. Habt ihr eine Idee, schreibt sie mir ruhig unten rein. Ich habe da nämlich jetzt nichts so schnell gefunden dazu. Ich habe das auch noch nicht wirklich ausprobiert. Aber Kuhmilch geht natürlich gar nicht. Also das lassen wir mal schön. Ich weiß gar nicht, ob eine Sojamilch funktioniert. Schreibt es unten mal rein, wenn ihr das genauer wisst. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich glaube, damit war es das für heute. Einmal die kalte Version, die geeiste Version. Dann meine schon fast ausgetrunkene heiße Version von dem Bulletproof. Ja, ich finde, das ist eine super Idee, super Hack, den man da benutzen kann. Mich macht der nachmittags echt fit. Morgens mache ich das nicht, weil wenn ich in der Klinik bin, glaube ich, würde mich das nicht so über den Tag bringen. Da habe ich eine andere Variante. Vielleicht stelle ich sie euch nochmal irgendwann vor. Mal sehen. Ich glaube, das war es dann für heute. Hast du noch irgendwas, Schatz, was wir sagen könnten, was die Leute auf der anderen Seite wissen sollten? Ich muss gerne bei der kalten Getränke trinken. Ja, dann sollst du dein kaltes Getränk trinken. Ja, das glaube ich dir. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr uns abonniert. Macht's Glöckchen an, dann verpasst ihr auch keins von unseren Videos. Und ich schreibe natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung eine Einkaufsliste. Da schreibe ich auch genau rein, wie die ganzen Sachen alle heißen. Ich mache euch da auch einen Link rein, wo ihr die Sachen findet. Bis auf die Butter, die habe ich schon in den Kühlschrank gepackt. Die findet ihr natürlich in eurem Supermarkt eures Vertrauens oder in jedem Reformhaus oder Bioladen bekommt ihr die natürlich auch. Die Zusammensetzung schreibe ich mit drauf, wie man es macht. Ja, das war es eigentlich schon. Dann sagen tschüss und Frank von foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal, bis Frank wieder kocht. Und der kocht jetzt ganz viel, weil ich habe ganz viele Videos noch auf Lager liegen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.